Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Warum? Was ist hier los? Sie hat unsere Frau gerade gekommen, ist die gegangen? Wieso ist die Tür hinter uns zugeflogen? Ich hatte ja euch angekündigt gehabt, dass ich sagte, ich will in den Morgen reinstarten. Das machen wir auch, indem wir jetzt einfach schlafen gehen, in die nächste Jahreszeit rüberpennen. Das heißt, wir brauchen weder trinken noch essen und erstmal mit der Axt nach Hause kommen, alles kurz und klein schlagen. Nein, Quatsch, wir sind lieb. Wir sind lieb. Schlafen bis zur nächsten Jahreszeit. Mal gucken. Passiert etwas? Passiert etwas? Nein. Ein Autosave passiert. Unsere Frau geht auf die Arbeit. Unser Sohn. Ey, warte mal, Pretzel. Oh. Was macht der da mit dem Stock? Will mich schlagen. Vater, schau mal, was ich gefunden habe. Was hat er mir gegeben? Ich habe gar nicht drauf gelesen. Stimmung 52%. Junge, was ist. Goodbye. Ja, was ist denn los? Warum bist du nicht so gut drauf? Ah, ja genau, da war was. Wir haben uns mit schweren Herzens haben wir uns natürlich zurückgeschleppt und wir packen. Genau genommen müssen wir die Ärzte, klingt ja so wie die Ärzte. Wir müssen die Ärzte eigentlich hier reinpacken. Aber ich neige dazu, sie in dieser Truhe aufzubewahren. Weil hier ist ja auch Erz drin. Erz. So, also Kupfererz rüber. Zinnerz, Zinnober. Was soll der Zinnober? Salz in die Küche. Pelz ins Lager. Okay, das passt ja ansonsten alles. Wieso habe ich doch Flachshalme einstecken? Weiß ich gar nicht. Naja, egal. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss alles können, aber nicht alles wissen. Oder man muss nicht alles können, aber alles wissen. So war es eigentlich eher gewesen. Übrigens, wenn gerade eben, da muss ich euch eine Geschichte erzählen gleich, als unser Sohn mit dem Knüppel da gestanden hat, mit dem Knüppel, der hat einen Ast in der Hand gehabt. Kein Knüppel gewesen. Aber, ja, ich erzähl's euch gleich. Ah, mal, schaut mal, ist er wieder falsch geklickt. Ich will doch einfach nur ein bisschen Transfer machen. Transfer. Oh, warte mal, die Holzstämme lasse ich jetzt mal einstecken. Und zwar aus einem recht Materiallager, das ist gut. Aus einem recht einfachen Grund, weil ich will mal gerade gucken, ob unsere Buden vielleicht wieder Produktionssachen brauchen. Wie zum Beispiel hier ist, bam, ist die Bombe explodiert. Landwirtschaft explodiert. Die Landwirtschaft explodiert. Nee, explodiert. Was? Gut, wir haben wieder Gebäude kaputt. Was haben wir denn kaputt? Unsere Hauptscheune, eine Jagdhütte. Ja, ganz ehrlich, komm, repariere ich gerade mal. Schenke heißt doch. Achso, in der Schenke arbeitet ja momentan niemand. Ja, weil die Schenken auch recht teuer sind, gell, im Unterhalt. Nahrungslager, Materiallager. Ich glaube, ich nehme mir direkt doch mal wieder ein paar Bretter und ein bisschen was so zur Hand und sowas, gell. Weil wir reparieren müssen. Und dann erzähle ich euch gleich beim Reparieren die Geschichte mit dem Stock. So, warte mal. Ich brauche, genau. Apropos Geschichte mit dem Stock, ich brauche Stöcke. Ich brauche Stroh. Und ich brauche wahrscheinlich eher Bretter, als dass wir Stämme brauchen, oder? Dass wir ganze Stämme da reinmachen müssen zum Reparieren? Glaube ich nicht. Eher Bretter. Mal gucken, ist natürlich. Ja, ist natürlich schwer. Wir schmeißen mal zwei Bretter raus. Brett. Brett vom Kopf. Transferier mal zwei Stück. Da, weg. Das ist doch aber, wollte gerade sagen, das andere eben, die Pflanze war Materiallager, ist auch nicht richtig, oder? Die muss doch eher in, ja, ihr wisst schon, ist der Lager nicht auch kaputt gewesen, hieß es eben? Ach, wer weiß das schon. Oh, wow. Okay. Die Geschichte mit dem Stock. Und zwar bin ich ein ganz großer Fan von Synchros. Ich mag das, wenn irgendwelche witzigen Filmstellen genommen wurden, oder die müssen nicht mal witzig sein. Es kann ja sein, dass es ernste Filmstellen sind, die dann aber auch witzig gemacht werden. Zum Beispiel bin ich auch, es gab damals, boah, das kennt ihr bestimmt noch, oder? Lord of the Weed. Genau, Herr der Ringe wurde dann so zu Lord of the Weed. Das waren so ein paar junge Typen, die das dann nochmal so neu vertont haben und so mit Gabba Gandalf und so, und war schon witzig gewesen. Auf jeden Fall ist mir gerade, da gab es, ist mir eigentlich, boah, das hat sie richtig gefetzt hier. Müsst ihr euch mal ein Screenshot von machen, oder? Das sieht ja hart aus. Warte mal, Hammer weglegen. Oh nein, da sehe ich ja nicht, wie kaputt es ist. Aber auch so sieht's cool aus. Ja, nicht schlecht. Geht direkt die Tür auf, willst aufs Foto, oder? So, wir gehen auf Reparatur.
was soll ich denn gerade erzählen? Es war auf jeden Fall, dass... Boah, ist das richtig kaputt? Und zwar Starwurst Leuchtdiode 1. Das ist eine Synchro gewesen von Star Wars, ja. Und der Typ hieß... Das Projekt hieß, glaube ich, Skate or Die. Und er hieß... Oh, wie hieß der Typ denn? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es super witzig gewesen. Und der hat dann so Star Wars Synchro gemacht, hat Star Wars verarscht. Und da ist die Stelle im Dagobah-System, also auf dem Yoda-Treffen. Ist das Dagobah-System, oder? Da wird Philipp gleich was in die Kommentare schreiben, da bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall geht es darum, dass sie auf dem Planeten sind, wo der Yoda lebt, ja. Und dann ist er der R2-D2, beziehungsweise R2-C3PO, nee, R2-D2, genau. Der R2-D2 ist da und der Luke Skywalker. Und dann kommen die da vorbei und dann klaut der Yoda so kleine Würstchen aus dem Essensvorrat von dem X-Wing. Und das will dann der R2-D2 ist der kleine Drehtypi, genau. Der will dann verhindern, dass die Wurst geklaut wird. Und dann siehst du neben so, Yoda guckt ihn an und nimmt seinen Spazierstock oder seinen Stützstock da und kloppt dann auf dem R2-D2 ein, ja. Warum ist mal R2-D2? C3PO. Ja, auf jeden Fall nicht der goldene, sondern der kleine Runde. Ihr wisst, wer gemeint ist. Wir nennen ihn jetzt einfach mal den Androiden. Und so, jetzt sind die Gebäude alle repariert, oder? Ich glaube, hier drüben war noch was kaputt. Ne, er hat irgendwo noch eine Jagdhütte, die kaputt war. Haben wir noch oberhalb? Ne, das war die eben. Und dann geht er hin bei dieser Synchro. Dann sagt er so, was willst du? Die haben dem so einen, ja, ich sag mal, einen türkischen Akzent oder sowas haben sie ihm gegeben, dem Yoda. Und sagt er so, na warte, jetzt kriegst du es mit Knüppel, sagt er dann, ja. Und schlägt dann so auf den Androiden ein. Und dann hört man das so klang, 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 irgendwie wie auf so einem, boah, was liegt hier an Stein rum? Geil, wow. Was ist denn hier passiert? Ist hier ein Metroid eingeschlagen und hat die Steine zerkloppert oder was? Nehmen wir mit! Wir brauchen Steine. Wir haben nicht mehr viel im Lager. Und die lasse ich mir nicht entgehen. Außerdem gibt es Skillung. Aufheben, Steinkunde. Ja, und das war super witzig gewesen. Ja, müsst ihr euch mal anschauen, weil dann im Endeffekt sagt er so, hey, hast du was zu essen? Ich habe voll Hunger und so. Und dann sagt er so, hey, was ist das? Oh, du hast Beefy, weil er dieses Salami da gefunden hat oder sowas und so. Und sagt er, oh, und dann holt er irgendwie die Taschenlampe raus und sagt so, hey, was ist das? Wieso hast du Taschenlampe im Kühlschrank? Ah, weil das Licht kaputt war, sagt dann der Luke Skywalker. Ihr könnt es euch ja mal anschauen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch frei verfügbar ist. Das hieß Starwurst, also Wurst, wirklich wie die Wurst, Leuchtdiode 1. Das war super witzig gewesen. Von Silencer oder so hieß der, glaube ich. Hieß der Silencer? Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber war witzig gewesen. Und da hatte ich auch schon überlegt gehabt, hier Bogi, ich bin ja auch einer, der ab und zu mal irgendeinen Käse zusammenreimt. Ich könnte ja auch sowas machen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Und jetzt schreibt bitte nicht in die Kommentare, oh Bogi, mach, der Bogi macht bald Synchros. Nee, mache ich nicht. Oder? Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. So, was machen wir denn überhaupt hier? Ich habe gesehen, es gibt ein Questi-Di-Quest. Wer will was? Was können wir Gutes tun innerhalb des Dorfes? Wer braucht Hilfe? Wer braucht unseren Rat? Da, ich sehe schon. Ihr beiden habt Stress wieder. Jagt wieder. Die Frage ist nicht irgendwie, wie du mir helfen kannst, sondern wie ich dir helfen kann. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Was gibt es? Ich habe vor, auf die Jagd zu gehen. Ja, fehlt die Ausrüstung natürlich. Und? Was darf sein? Bogen, Pfeile, sonstiges. Tagebuch. Zeit zum Jagen. Holzbolzen. Ja, gut, kannst du haben. Holzbolzen. Warum sagt man eigentlich, wenn einer etwas so irgendwie was komisches macht, ey, was ist das für ein Bolzen oder so? Das sagt man doch, kennt ihr, gell? Aber warum sagt man das? Entschuldigung, dürfte ich mal bitte hier ran? Du musst jetzt nicht weggehen, ich will nur mal kurz gucken, was ich für die... Warte mal, Steinpfeile, wo gibt's denn noch Holzbolzen? Holzbolzen brauchen nur Stock und Federn. Ja, siehst du mal, wir haben vorhin was anderes gebraucht. Stock und... Warte mal. Ja, ja, komm, ist okay. Ich schnappe mir gerade mal ein paar Stöcke aus dem Lager. Und dann müssen wir uns grundsätzlich mal einig werden. Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir brauchen zwei Männer. Wir brauchen zwei starke Männer fürs Dorf. Und wo finden wir die? Halt, F gedrückt, oder?
Die finden wir eventuell jetzt. Gibt es neue am Lagerfeuer? Am Lagerfeuer warten sie auf uns wie Ungeheuer. So, 100 Stück, komm. Wir machen jetzt mal richtig viele von den Holzpfeilen. Dankeschön. Oh, Entschuldigung. Achso, warte mal, das sind 30. Wobei, ist okay. Wo die gehen ja ratzfatz. Verbrauchen mehr Federn als... Ich pass mal auf. Wir machen das jetzt mal anders. So, dann machen wir gerade nochmal 3 Stück. Da haben wir es einfach auf Lager, ist doch egal. Genau. Ratzifatzi. Ja, und so war die Geschichte mit dem Yoda gewesen. Und ich fand, das ist super gemacht. Da hat auch einen coolen Soundtrack dazu gemacht und so. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es den... Hieß der Silencer? Ich glaube irgendwie, also wie Schalldämpfer oder so. Ich bin mir nicht, ich weiß es nicht mehr zu 100%. Aber war auf jeden Fall cool gewesen. So, Pfeile. Passt mal auf, wir packen jetzt mal die Pfeile, die wir nicht brauchen. Das sind ganze 41 Stück. Tun wir mal in die Kiste rein. 41 Pfeile. Hör, wo sind sie denn? Ach da. Bleiben 19, oder? Ja. So, die kriegst du. Was gibt's denn für eine Belohnung? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Sehe ich das ja hier im Quest, oder? Was gibt's denn Gutes? Ach, schade. Münzen und Pelz und Dynastiepunkte. Jo, wir sind dynastiemäßig so gut aufgestellt, glaube ich. Dadurch, dass wir halt auch immer die Sachen schaffen, die wir machen. Also die Quests, wir haben ja ganz selten, dass wir aufgrund des Jahreswechsels dann irgendwie nachts nicht genug Wildschweine oder so gekriegt haben. Danke, Weidmanns Heil. So, dann machen wir jetzt uns mal wieder ins Dorf. Es sind krass, gell? Sieht mittlerweile größer als Gustovia aus. Wir könnten mal langsam hier so einen Schriftzug brauchen für unser eigenes Dorf. Jetzt gucken wir mal nach, was im Dorf denn noch so anliegt. Was geht ab? Genau, ich könnte mal was verkaufen gehen, aber auch bei der Gelegenheit. Weil wir haben Unmengen an Fellen. Ich habe ganz viel Pelze mitgebracht. Das war von was? Von den Bären oder so war das gewesen. Dünger, ja klar. Dünger nicht. Achso, hier. Was kann ich denn tragen? Ich nehme einfach mal 30 Kilo an Holzschalen mit. Was habe ich denn sonst zum Wegtun? Gar nicht so viel, oder? Flachs gehört ja auch ins Materiallager. Die Stücke können weg. Pelze. So, wir haben, glaube ich, Unmengen an Pelz. Oh ja. Wir könnten auch mal, wisst ihr, was wir auch machen können? Pelze und Fell und sowas kriegen. Oh, überladen wir. 10 Kilo müssen weg. Ich habe auch hier 17 Kilo Fleisch. Warte mal, die tun wir gerade mal ins Nahrungslager. Und dann verkaufen wir auch ein bisschen Fleisch. Wir müssen eh mal gucken, wie es jetzt um die Nahrungsvorräte bestellt ist. Ob unsere Frau wieder super mäßig am Kochen ist. Sieht aber so aus. Schornstein dampft. Qualmt und dampft. So, ich will 9 Kilo, ne? 9,5 weg haben. Reichen 9,4? Ja, erreichen. So, essen. Okay, oh... Ich glaube, gute Trocken. Wir stellen ja voll viel Trockenfleisch her. Ist das Trockenfleisch? Gibt 5 Nahrung? 6 Nahrung. Wir sollten vielleicht mehr gebratenes Fleisch anstatt Trockenfleisch machen, weil es hält sich halt länger, gell? Verwaltung. Lass uns mal gerade in die Küche reinschauen. Gewinnung, Produktion. Das ist Landwirtschaft, Produktion, Küche. Wie schaut's denn? Dienstleistung? Ach, da fehlen wieder Materialien zu verkaufen. Gebratenes Fleisch, gebratene. Wo kommt denn das Trockenfleisch her? Hey, jetzt mal ohne Spaß. Wer stellt denn bitte Trockenfleisch für uns her? Haben wir doch überhaupt nicht im Auftrag hier. Oder bin ich blind? Gebratenes. Wo ist denn der Unterschied hier? Ach, Salzfleisch. Aber jetzt mal ohne Spaß, wo kommt das Trockenfleisch her? Wie viel Trockenfleisch ist denn das? Hä, haben wir das selber hergestellt, oder? Haben wir das hergestellt? Trockenfleisch. Fischerhütte. Ach, wird dann trocken gestellt in der Jagd- und Fischerhütte. Kann gegessen werden. Ja, das ist ja cool. Das stellen die selbstständig her. Haben wir das in Auftrag gegeben in der Jagdhütte? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Salzfleisch, also hier Pelz, Leder, Fleisch.
Ah, doch. Aber wie krass ist das dann? Es wird hergestellt, aber die Leute essen es nicht, oder was? Weil die 15% Produktion ist ja jetzt nicht so, dass da hunderte von Trockenfleisch rauskommen. Wie sieht's mit den Hühnern? Oh, wie sieht's mit den Hühnern? Oh, wir müssen auch mal gucken, was das Hühnerfutter angeht. Okay, 77%. Zwei Hähne. Drei Hähne. Passt mal auf, wir verkaufen jetzt direkt mal. Oh, wir haben viel zu viele Hähne. Verwaltung, Tiere, Hühner, Zehen, ja, weil, was ist das? Warum hatten die so einen Geldsack oben dran? Habe ich schon eingestellt, dass die zum Verkauf ist? Weil schaut mal, Hahn, 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 oh, das sind ja, diese Babys sind auch Hähne. Die bringen auch, guck mal hier. Wobei, lasst mal, wir haben einen alten Hahn. Wir nehmen jetzt mal hier den. Dass du das verkaufen möchtest, ja. Ach, guck mal an. Wieso ist denn der direkt verkauft worden? Ist es neu, oder? Weil vorher war das doch so, dass die zum Verkauf markiert waren. Henne. Das ist unser Chefhahn jetzt. Da machen wir. Ja, ganz ehrlich, da wächst bald ein. Da machen wir einen Küken auch weg. Weil wir brauchen mehr Hennen, damit die mehr Eier legen. Und da können drei Stück nachschlüpfen. Ich hoffe mal, dass Hennen kommen. Dann werden wir hingehen und vielleicht irgendwann die ältere Henne verkaufen. Okay, auf jeden Fall hat das uns ganz gut Geld gebracht, oder? Was haben wir denn momentan? Wir haben. Sehe ich hier gar nicht. Aber wie sieht es denn aus? Nahrungsbedarf ist gut. Holzbedarf ist. Wow, wir haben 10.000. 10.000 Holz. Jetzt ist alles gut. Oh, wartet mal. Ah. 23 von 24 Arbeiter. Wir müssen nur gucken, dass wir hier, ich glaube, unsere Bevölkerung darf, ah nee, das ist unsere Wiese ist, oder? Wie groß darf unser Dorf denn eigentlich sein? Sehen wir hier die Entwicklungsstufen? Ich habe keine Ahnung davon. Nicht schlimm. Du darfst bleiben, mein Lieber. Hast nochmal Glück gehabt. Wollt ihr euch noch eine Geschichte erzählen, oder? Oh, ich kann euch was von der Feier erzählen. Ja, das ist mir letztens eingefallen. Ich hatte früher, bevor, das war noch vorm Abi, ich muss überlegen mal, nee, nach dem Abi war das gewesen, oder? War das in der höheren Handelsschule? Ich hatte nach dem Abi, hatte ich höhere Handelsschule gemacht, so ein Jahr lang kaufmännische Schule. Und da habe ich mich ganz, bin ja ein kontaktfreudiger Mensch und da habe ich mich ganz schnell mit meinen Mitspielern, würde ich schon sagen, mit meinen Mitschülern angefreundet. Und da gab es den Maxim. Und Maxim war jüdischen Glaubens und Russe. Und wir hatten uns What can I do for you? Hey, Kutbert, Alter, lass mich in Ruhe. Was kann ich dir etwas helfen? Nein! Ja, doch. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, junger Mann. Ich bin schon alt und kann selbst keine Werkzeuge mehr herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt besorgen? Ich werde nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Hey, bitte, bitte keine. Bitte keine. Drei Steinäxte. Haha, die kriegst du. Pass mal auf. Ich habe sogar doch. Steinäxte, jetzt mal ohne Scheiß. Mal gucken, was der andere noch will. Kriegen wir direkt geregelt. Beziehungsweise, nee, kriegen wir nicht direkt geregelt, weil unser Inventar sonst viel zu voll ist. Pretzebohr, wie kann ich dir helfen? Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, Haus zerstört hat. Könntest du uns bitte helfen? Materialien? Ja, klar. Bin ja nicht so. Wir sind ja nicht so. So, ich muss in der. Erstmal hier in der. Taverne ist krass, dass die Taverne halt offen ist, gell, mittlerweile. Ich fand die als geschlossene Taverne geiler. Wobei, ich sag mal, bei uns drüben, mit dem Rausgucken und so, super cool. Aber hier so als winterliches Gebäude und so, ey, wenn es jetzt Winter ist, wer hat denn Bock hier so zu sitzen, wo der Wind durchzieht und so? Ich weiß nicht, muss nicht sein, oder? So, wir verkaufen bitte was. Zeig mir deine Ware. Beziehungsweise, ich zeig dir meine. Guck mal, was hältst du denn vom Frischfleisch? Sehr schön, gell? Ich hätte noch ansonsten, du brauchst doch, wow, 400, nehmen wir gerne. Pelze, wisst ihr was, pass auf, normalerweise hätte ich gesagt gehabt, dass die Pelze nichts für sie sind, aber, jetzt kommt das Aber. Wisst ihr, warum für sie die Pelze perfekt sind? Weil die Leute hier im Freien sitzen und es kalt ist. Da kann sie schöne Tischdeckchen bzw. so Sitzbezüge und sowas machen lassen und dann gibt es einen warmen Hintern. So, zack, verkauft. Gut, wir haben jetzt Platz im Inventar. Brauchen wir auch. Goodbye. Goodbye. Ich brauche Steine und ich brauche Äste. Und dann werden wir mal schauen, ob die zwei flinken Knaben auch wirklich flinke Knaben sind. Achso, ich dachte, das habe ich von Holz gehalten. Oh, hier liegt ja gar nichts mehr. Boah, ist ja krass. Wieso gibt es denn hier nichts mehr? Okay, aber mal hier.
Steine für die Äxte. Ah, ich bin froh, dass der Steinäxte will. Wenn er jetzt eine Eisenaxt gewollt hätte, ganz ehrlich, ich hätte ihm meine gegeben. Ja, aber ich bin froh, dass ich sie habe. Aber wir hätten jetzt gar keine Chance gehabt, eine zu craften. Weil erstmal zum einen, ich weiß gar nicht, ob wir Eisen verarbeiten können, zum einen. Zum anderen ist es auch die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch Eisen im Lager haben? Ja, um es überhaupt herzustellen, weil selbst wenn wir es herstellen könnten, dann obendrein bräuchten wir das Rezept. Und wir wissen, Rezepte so im High, was heißt im High-Tier-Bereich, das klingt immer so blöd, aber ihr wisst, was ich meine, so Rezepte für hochwertige Sachen, die kosten schon auch mal den einen oder anderen Taler. Ja, den muss man erstmal haben. Gut, eben gerade habe ich gesehen, wir haben 3000 oder was, ja. Da sind wir ja ganz gut aufgestellt, aber trotzdem. So, haben wir alles genug? Ja, die Steine nehmen wir mit. Weil bestimmt, wartet mal, der braucht bestimmt auch nicht nur Holz, um die Hütte zu reparieren, die kaputt gegangen ist, sondern auch Steine. Wobei, auch da gilt jetzt eigentlich, sollten wir gar nicht so viel aufheben, weil... Uma, reicht für 3. Wir sollten gar nicht so viel aufheben, aus dem einfachen Grund, wir wissen ja gar nicht, was der für Materialien braucht. Vielleicht braucht er ja anstatt... Was ist das da hinten eigentlich? Ist das ein Tier? Ist das ein Stein? Ist das ein Wildschwein? Was ist das? Was ist denn da hinten? Das ist ein Baumstumpf oder was? So, wir sollten mal gerade gucken. Komm, wir bringen ihm erstmal seine Äxte. Was ist das denn? Okay, das ist ein Baumstumpf, Tatsache. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie vielleicht ein umgekippter Karren oder so. Hat schon die Hoffnung gehabt. Jetzt könnten wir natürlich auch gucken, was er will für seine Reparatur. Machen wir aber nicht, aus dem einfachen Grund. So, bitteschön, Cuthbert. Ja, warte mal, ich wollte eigentlich gucken, was es als Belohnung gibt. Reputation, ja, gut. Tagebuch. Wiederaufbau des Hauses. Ah, guck mal an. Er will Steine. Das ist gut. Na, was heißt, das ist gut? Gar nicht. Aber er kriegt erstmal von uns die Steine. Da haben wir nämlich nur noch 8 Steine einstecken. Und da haben wir ein bisschen mehr. Hier sind ein paar Materialien. Pass mal auf. Und dafür geben wir jetzt Folgendes. Ich muss ja Baumstämme tragen. Das heißt, ich droppe jetzt mal Steine. Und hole uns mal ein paar Baumstämme. Blöd ist, es gibt so wenig Bäume hier im Umkreis, weil wir willen der... Ups, was waren das? 21 Stämme. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was die Eisenaxt so bringt. Boah, das ist ein krasser Baum, oder? Alleine deswegen, weil er so krass ist? Nee, deswegen fällen wir ihn nicht, weil wir fällen den gar nicht. Der sieht voll geil aus, der Baum. Und ich finde es schön, sowas. Das lassen wir stehen. Boah, 3 Schläge, ist schon geil. Bricht er da Zweige dann ab? Ich weiß gar nicht. So, wie ist denn das jetzt mit Federn? Weil wir haben neben... Wisst ihr was? Kann das sogar sein, dass wir von der Anfangszeit des Spieles, dass wir da noch die Federn haben neben dem... Nein, neben der Palisade. Erinnert ihr euch von der letzten Folge oder vorletzten Folge? Wo auf der Rückseite dieser Palisade, also das heißt Rückseite wäre ja das Haus auf der anderen Seite des Dorfes, haben wir Dings gefunden gehabt. Ganz viel Federn auf dem Boden. Und jetzt sammeln wir aber Federn hier ein. Das heißt, ich glaube einfach, ich habe da schon mal Bäume gefällt und habe dann die Federn halt einfach liegen lassen. Beziehungsweise vielleicht nicht mitgekriegt, dass wir Federn gebraucht hätten. Ich finde es voll schade, dass ich alles fällen muss. Aber die Axt ist geil. Klingt doch ein bisschen anders, oder? Ich war dabei, die Geschichte erzählen von Maxim. Also von Maxim eher nicht. Also... Maxim war jüdischen Glaubens und was heißt war, wird er immer noch sein. Ich habe aber leider gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Auf jeden Fall war es so, dass er mich dann, wir hatten uns angefreundet und so, und er hat mich dann auf so eine Party mitgenommen. Weil darf ich das überhaupt dir erzählen, wenn die das hören oder so? Wobei, sagen wir, er heißt nicht Maxim, sagen wir, er heißt Vasili. Nein. Auf jeden Fall bin ich da mit auf so eine Feier und hat er noch so gesagt gehabt, hier kannst mitkommen, Boogie. Aber du musst dich als Jude ausgeben. Und ja, was ich mache jetzt ja keine Religionsdiskussion oder so hier. Aber ich bin Christ, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich da hingegangen bin auf diese Feier. Und ich musste dann diese Kippa oder wie heißt diese Mütze? Ich habe da diese Mütze getragen und musste mich dann so ausgeben, als ob ich jetzt halt
aus einer anderen Gemeinde wären. Ich habe gar keine Ahnung davon gehabt, aber was wegen den Bräuchen und so weiter. Und dann haben wir da rumgetanzt und so und war eine super coole Party. Hat mega viel Laune gemacht. So, hier sollte das alles sein. Dynastie, Dankeschön, Dankeschön. So, Wiederaufbau eines Hauses. Ich habe das eben so betont, da gab es einen Film. Todeszug nach Yuma, erkennt ihr den? Wir hängen ihn im Morgengrauen, bevor der Tag anbricht. Wir hängen ihn im Morgengrauen, die Sonne sieht er nicht. Und jetzt gucken wir mal nach. Pass auf, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, ich will jetzt gucken, sind sie, haben sie was drauf? Die sind gar nicht mal so schlecht, die Jungs. Also einer. Ram. Britzewit. Wobei, jetzt mal ohne Spaß. Ist das ein kleines Mädchen oder was? Die kleine Olga. Hallo, Sir. Hallo. Goodbye, Sir. Good day, Mister. Goodbye, Sir. Ich hast irgendwie gelesen, you, stirb oder sowas. Goodbye, bam, Sir. Axt raus. Und nee, sowas machen wir nicht. Wildtruder. Ach, Wildtruder kann man auch. Aber Wildtruder ist nicht so die Wilde, wie man so anscheinend macht. Ja, aber was ist mit den Jungs? Jetzt mal ohne Spaß. Jagen und Gewinnung. Wir haben einen Platz frei, oder? Wir haben einen Platz. Ich weiß, wir machen eigentlich einen Break jetzt. Sollen wir den in der nächsten Folge anheuern? Ah, ich weiß nicht. Lass mal gerade schauen. Warte mal, Häuser. Wir haben nur einen Platz frei. Hier leben schon Mann und Frau. So, das heißt, wir haben einen Platz frei. Boah, aber was brauchen wir denn momentan? Wir können auch die Felder benamen. Ja, das weiß ich noch, weil das bei mir in den Kommentaren gestanden hat. Haben wir jetzt jemanden, der nichts arbeitet, weil, ja, guck mal, Malvina könnte arbeiten wieder. Malvina hat ein Kind beurteilt, wie wir schwanger sind. Was kann Malvina denn? Oh, Malvina ist sogar sehr gut. Ich würde sogar, passt mal auf. Ist jetzt jemand wieder neue Mutter geworden? Haben wir ein kleines Kind irgendwo? Nee, auch noch nicht. Ich glaube, das kommt erst mit der Schwangerschaft. Sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir Malvina auch noch einen Job geben. Ihr könnt ja auch mal mit überlegen. Wo sollen wir noch jemanden anheuern? Sollen wir noch einen Mann dann holen? Oder wird es irgendwann zu viel, weil die halt auch alle essen und so? Wartet mal gerade. Ich muss trotzdem mal gerade mal schauen. Er kann die ersten beiden jagen. Oma. Jagd. Wie sieht es denn unsere Jagd momentan aus? Wir haben einmal Jäger, zweimal Jäger. Dreimal Jäger. Wir haben drei Jäger. Und könnten aber in der Jagdhütte. Oh, da können sogar richtig viele arbeiten. Sollen wir noch einen Jäger anheuern? Und dann vielleicht das Trockenfleisch auch verkaufen oder so? So, kann Malvina jagen? Leider nicht. Also wir holen jetzt einen Jäger, pass auf, wir kürzen es jetzt noch ab. Britz, er hat Corona. bin dabei, eine Siedlung zu bauen, willst du? Komm mit, Britzewit. Britzewit, du wirst direkt angeheuert. Britzewit, du kriegst ein Haus. Bitteschön, ich wünsche dir viel Spaß in dem Haus. Ich wünsche dir auch viel Spaß auf der Arbeit. Und zwar, lass uns mal in den beiden getrennten Jagdhütten arbeiten. Die Zweier-Jagdhütte gibt zwar andere Möglichkeiten von dem Trockenfleisch und so. Oder sollen wir das machen? Dass da drei Stück drin arbeiten? Ja, machen wir, komm. Und zwar kann der ruhig da mal als Sammler arbeiten. Der ist jetzt automatisch Jäger geworden. Ist ja okay. Ist okay. So, was ist mit ihr jetzt? Wir müssen uns... Passt mal auf, wir lassen mal Wiener noch ein bisschen schmoren. Wir sind nämlich viel zu weit in der Folge, Leute. Ich laufe nach Hause. Habe ich die Steine aufgehoben? Ich glaube ja. Wir laufen nach Hause und machen eine neue Folge und dann überlegen wir uns, was wir mit mal Wiener machen. Wir merken uns mal, 54 Stimmung hat sie. Mal schauen, ob das so bleibt. Also von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bis dann. Euer Onkel Boogie.